Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Südtirol Golf auf SDF. Wir begrüßen Sie heute vom Golfclub Karersee, zu Gast bei einem der ältesten Turniere Südtirols, dem traditionsreichen Senfter Cup 2011. Wie schon gewohnt, schauen wir uns vorher aber den Platz etwas genauer an. Meter über dem Meeresspiegel liegt der Golfclub Karersee. Hier wurde Golfgeschichte geschrieben und das bereits um 1907. Da schwang der österreichische und englische Adel den Schläger zwischen Rosengarten und Latemar. Wie hier schon einmal in der Abendsonne Richtung Rosengarten geschlagen hat, wird dies so schnell nicht mehr vergessen. Auf dieser abwechslungsreichen 9-Loch-Anlage kann man sich der Faszination einer unglaublich beeindruckenden Berglandschaft nicht entziehen. Man wird spielerisch Teil dieser Landschaft, Defensive und Präzision sind angesagt auf Spielbahnen, die oft schmal und schräg sind. Nach einer 18er Runde hat der Spieler 400 Höhenmeter hinter sich, vermutlich weit weniger Schläge und ein Erlebnis, das ihm nur hier geboten werden kann. 7 der 9 Löcher verlaufen mal bergauf, mal bergab. Die beiden Par 3 hingegen talein und talaus, beide sind flach eingefügt. Ein Teil der Bahnen wird im Winter von den Skifahrern bevölkert. Das lässt erahnen, dass es ein wirklich alpiner Platz ist, dessen aufwärts gerichtete Abschläge gelegentlich eine Herausforderung darstellen, wogegen die Abschläge ins Tal unglaublich spektakulär sind, nebenbei auch meistens so richtig lang. Die Zahl der Golfspieler wächst von Jahr zu Jahr und so ist der Golfplatz zum Aushängeschild für den Tourismus dieser Gegend geworden. Die Clubmanager Sonja und Simone mit Team leiten die gesamte Golfanlage sowie das Restaurant und sorgen seit dieser Saison für das Wohlbefinden der Gäste. Der hungrige Golfer wird im Clubrestaurant verwöhnt. Leckere Nudelgerichte und köstliche Fleischspezialitäten stehen zur Auswahl. Trotz des leichten Regens konnten gestern und heute über 130 Turnierteilnehmer dieses herrliche Panorama zwischen Latemar und Rosengarten genießen. Der Golfclub Karersee ist dank dieses wunderschönen Naturspektakels europaweit bekannt. Schauen wir uns nun gemeinsam die 3 schönsten Löcher an. Auch heute geht es dabei wieder um 3 besondere Bahnen dieser Anlage. Wir befinden uns hier auf Loch 1. Dieses wunderschöne Par 4 mit einer Länge von 295 Metern startet bergab und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Clubhauses. Entlang der rechten Seite dieser Spielbahn verläuft die Ausgrenze, während links einige Bäume die Landezone etwas enger erscheinen lassen. Den weniger geübten Golfern empfehlen wir die Wahl eines mittleren Eisens, ein Eisen 6 oder Eisen 7. Dieser leichter zu kontrollierende Schlag kann relativ mühelos auf dem Fairway platziert werden. Für den zweiten Schlag bleiben dann selten mehr als 100 bis 130 Meter. Aufgrund des Höhenunterschieds gilt es aber, die Schlägerwahl sorgfältig zu treffen. Bis zu 2 Eisen weniger, also ein Sand oder ein 52 Grad Wedge, reichen hier meistens aus. Im Zweifelsfall lieber ein Eisen kürzer bleiben. Pros oder Single Handicapper wagen hier öfters den Schlag aufs Green, welches aufgrund des Gefälles erreichbar wird. Der Drive muss hier präzise sein, denn das Out lauert dort unmittelbar rechts neben dem Green. Etwas links davor lauert ein Bunker. Das Green ist wie schon bekannt für diese Anlage in 2 Ebenen aufgebaut und besitzt eine markante Welle im Mittelteil. Auch wenn es nicht gelingt, die richtige Ebene zu treffen, so kann das Par mit einem entschlossenen Bergauf oder einem vorsichtigen Bergab-Putt an die Fahne erreicht werden. Für jene, die das Green schon mit dem ersten Schlag erreicht haben, wird ein Birdie oder sogar ein Eagle möglich. Von der 1 gehen wir gleich weiter auf Loch 2. Dieses großartige Par 5 mit einer Länge von 445 Metern verläuft zwischen Driving Range und der Straße zum Karo Pass. Die gefühlte Enge wird durch das Aus auf der rechten Seite noch etwas verstärkt. Dem Golfneuling empfehlen wir hier, mit einem mittleren Eisen abzuschlagen. Damit kann der Ball leichter aufs Fairway platziert werden. 2 weitere Schläge mit Eisen 7 oder 8 und man liegt ca. 40 bis 60 Meter vor dem Grün. Der geübte Spieler nimmt hier klar den Driver,
Diese erste Distanz ist sehr wichtig, um eventuell sogar das Green mit dem zweiten Schlag anzugreifen oder zumindest bis kurz vor das Green zu gelangen. Der Schlag aufs Green scheint aufgrund seines Höhenunterschieds schwieriger als er in Wirklichkeit ist. Für diese verbleibenden 40 bis 60 Meter reicht meistens ein Wedge. Schließen Sie die Schlagfläche leicht, um den Aufwärtsstand etwas zu kompensieren und den Ball damit nicht nur Höhe, sondern auch die nötige Länge zu geben. Das Green ist auch hier in zwei Ebenen aufgebaut. Die Fahne steckt dabei meistens auf dem erhöhten Teil. Die markante Welle sollte man vermeiden, indem der Ball oben platziert wird. Gelingt das nicht, steht ein ordentlicher Aufwärtsputt bevor. Besondere Entschlossenheit und Konzentration ist bei diesem Putt nötig. Dann gelingt hier das Birdie oder das Par. Von der 2 gehen wir nun weiter zum Loch 7. Dieses Par 4 mit einer Länge von 335 Metern startet erneut in Richtung Tal und hat dank seines Ausblicks auf eine darunterliegende Kirche ein besonderes Flair. Auf diesem Handicap 9 Loch wird etwas Präzision verlangt. Man zielt hier entweder mit einem Eisen 6 oder 7 auf den etwas ebeneren Mittelteil oder lässt sich mit einem Driver so richtig gehen. Wie gesagt, Erfolg hat hier nur ein halbwegs präziser Schlag, denn links und rechts verschluckt der Wald sowie das hohe Gras immer mal wieder Bälle. Ein guter Drive liegt bei trockenem Untergrund ab und zu sogar am Green oder kurz davor. Dem etwas schwächeren Spieler empfehlen wir hier einen sicheren Abschlag mit einem mittleren Eisen. Für den zweiten Schlag liegt man dadurch meistens auf ca. 100 bis 130 Meter zum Grün. Das Grün selbst ist hier ausnahmsweise ziemlich flach und besitzt keine besondere Schwierigkeit. Einzig die Position der Fahne gilt es einzuschätzen. Der mutige Spieler darf hier mit einem Birdie rechnen, aber auch den Spielern mit etwas höherem Handicap gelingt das Par ohne Mühe. Der Senfter Cup ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Turnierkalender des Golfclub KRCs und ist als eines der ältesten Turniere des Landes aus der Golfwelt nicht mehr wegzudenken. Daher war auch an diesem Wochenende der Ansturm auf die Startplätze wieder besonders groß. Als dieses Turnier vor mehr als 18 Jahren startete, war es das Ziel von Franz Senfter, mit Kunden und Geschäftsfreunden auf dem Golfplatz einen besonderen Tag zu verbringen. In den folgenden Jahren hatte die Familie Senfter schließlich noch eine weitere Idee. Sie wollten ihren Golffreunden die besondere Möglichkeit geben, mit Golf-Professionals zusammen eine Runde zu spielen. Um sich auch so von deren großartigen Schlägen etwas abzuschauen und den einen oder anderen Tipp zu erhalten. Dies war ein neues Highlight beim Senfter-Turnier. So wurde aus diesem Turnier ein über die Grenzen hinaus bekanntes Event. Auch für viele Golfpros ist diese Veranstaltung inzwischen ein fester und beliebter Termin in deren Spielkalender. Einige von ihnen kommen bereits seit vielen, vielen Jahren hierher in den Golfclub KRC. Ja, ich glaube, es sind bis zu 15, ich weiß es nicht ganz genau, 14 oder 15 Pros sind beim Pro-Am. Das heißt, es ist kein Pro-Am, es ist eine Pro-Separat-Wertung. Und das haben wir eigentlich halb so eingeführt gehabt. Das macht Spaß für die Pros. Und für uns macht es auch Spaß, wenn wir vielleicht einen Pro haben. Nach 2 Jahren Pause konnte heuer endlich auch wieder der Senfter Jugendcup stattfinden, zeigte sich der Sponsor erfreut. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, diesen fantastischen Sport auf einem hohen Niveau zu erleben. Dieses Jugendturnier soll in den kommenden Jahren noch stärker aufgebaut werden, betont besonders Juniorchef Helmut Senfter. Golf ist bei der Jugend mittlerweile immer gefragter. Und es ist schon schön zu wissen, dass sich die Jugend für Golf interessiert und dass sie die Möglichkeit haben, schon in jungen Jahren Golf zu spielen, weil da wird man richtig gut, wenn man in jungen Jahren anfängt und nicht erst, wenn man schon eher älter ist. Deswegen ist das eigentlich etwas, was für uns ziemliche Wichtigkeit hat und da werden wir dann in der Richtung weiterarbeiten. Ja. Die für das Turnier angekündigten Wetterprognosen ließen Regen und Gewitter erwarten. Dennoch konnte ein Großteil des Feldes, besonders jene mit den 8 Uhr Startzeiten, den Platz trocken und bei angenehmen Temperaturen bewältigen. Der Regen kam dann zwar in den Nachmittagsstunden, doch dies änderte nichts an der Begeisterung des Teilnehmerfelds. Während des Turniers konnten Teilnehmer und Gäste die leckeren Spezialitäten aus dem Hause Senfter Grandi Salumi Fici Italiani verkosten. Besonders der köstliche Speck, welcher von wahren Profis gereicht wurde, begeisterte die Anwesenden.
Nach dem Turnier lud die Familie Senfter ins Clubrestaurant zum Abendessen und zur Siegerehrung. Ich glaube schon, nach 18 Jahren, dass wir das Turnier veranstalten, auch heute wieder ein Highlight mit 160 Teilnehmern zwischen Freitag und Samstag. Also ich glaube schon, wieder ein ganz toller Erfolg. Und das Wetter hat teilweise sogar mit Sonnenschein uns beglückt. Insgesamt waren über 130 Spieler aus 29 verschiedenen Clubs aus Südtirol und Italien an beiden Tagen am Start. Unter ihnen 14 Profigolfer mit teilweise sensationellen Ergebnissen. Zwei der ersten drei Platzierten in der Profiwertung stammen aus Südtirol. Der Pro Alex Senona, Südtirols erster Golf-Professional, teilte sich den Sieg mit Mauro Bianco aus Bologna. Beide spielten drei unter Par. Es war ein guter Tag, ein sehr guter Start. Mit vier Birdies in den ersten sechs Loch. Und die zweiten Loch ein bisschen in Schwierigkeiten wegen der Kälte, Regen und so weiter und so fort. Aber bin zufrieden. Decisamente soddisfatto per quello che è successo, perché questa è la quarta volta che io vinco. Bellissimo campo, per quello appunto per l'altitudine in cui siamo e quindi secondo me hanno ricavato una chicca in un posto così di montagna. Buche che mi hanno creato difficoltà non ce ne sono state perché non ho fatto neanche un bogey, quindi è filato tutto perfettamente liscio senza intoppi. Südtirols einziger Pro auf der Alpstour, der Sizer Aaron Zemmer, schaffte es mit zwei unter Par auf den zweiten Platz. Nicht nur am Golfclub KRC wurde an diesem Wochenende Golf gespielt. Hier die Ergebnisse von den restlichen Turnieren im Land. 18. Senfter Cup 2011, Golfclub Carezza, 23. Juli 2011. Gesamtsieger Franz Pföstl vom Golfclub Passaia, 1 über Par. 18. Senfter Jugendcup 2011, Golfclub Carezza, 22. Juli 2011. Gesamtsieger in der männlichen Kategorie Jan-Marc zu Blasing, Golfclub Dolomiti, 73 Bruttopunkte. Gesamtsiegerin in der weiblichen Kategorie Benedetta Fasoli, Golfclub Ambrosiano, 73 Bruttopunkte. Top Control Golf Cup, Golfclub Pustertal, 23. Juli 2011. Gesamtsieger Bramstaller Thomas vom Golfclub Pustertal, 4 über Par. Circuito Dolomiti Golf Cup 2011, Trofeo Miro, Golfclub Kastelruth, 24. Juli 2011. Gesamtsieger Venter Ulrike vom Golfclub Petersberg, 28 Bruttopunkte. Archie Golf Trophy 2011, Golfclub Dolomiti, 24. Juli 2011. Gesamtsieger Pollastri Federico vom Golfclub Matilde di Canossa, 76 Schläge. Der Golfsport erfreut sich in Südtirol immer größerer Bekanntheit. Inzwischen trifft man in Südtirol auch immer mehr Kinder und Jugendliche auf den Golfplätzen an. Südtirol Golf stellt Ihnen diese jungen Talente vor. Am KRC haben wir einen von Ihnen getroffen. Der junge Sizer Aaron Zemmer hat sich einen Traum verwirklicht. Er hat es zum Profigolfer geschafft und bereits wichtige Ergebnisse erzielt. Ich bin seit letzten Oktober Pro. Bin auf der Alpstour in Cut gemacht, also die Qualifying Stage gemacht in Riva dei Tesseri. Und seitdem spiele ich eigentlich auf der Heimtour. Anfang des Jahres bin ich bei den Turnieren in Spanien dazu gekommen. Da habe ich ein, zwei auf der EPD-Tour gemacht, habe gleich einmal gecuttet und danach eigentlich auf der Alpstour ist es so lange gegangen, eigentlich nicht gut. Und ja, jetzt endlich zwei Cuts geschafft und ja, es geht alleweil besser. Auf der Alpstour sind momentan also zwei Wochen Pause. Das nächste Turnier ist in Belgien und bis dahin schaut man halt eben die Zeit wieder zu überbrücken, zu trainieren oder auch ein Programm zu spielen, wie eben da jetzt in Carapaz ist. Das ist eben das einzigste Programm in Südtirol. Deswegen ist es auch immer eine gute Möglichkeit mitzuspielen. Und wie man sieht, vielleicht Regen soll derweil. Vormittag, wenn wir gespielt haben, war das Wetter relativ gut. Es hat ein bisschen geregnet, ein bisschen windig, aber hat alles gepasst. Und ja, ist recht mittelmäßig gegangen. Greens waren ein bisschen schlecht beieinander, also sind die Putts nicht so dermaßen gut gefallen.
aber ja, eigentlich recht zufrieden. Golf ist in den letzten Jahren auch zu einem wichtigen Faktor für unseren Tourismus geworden. Wir haben Landesrat Hans Berger besucht und mit ihm über den Golfsport und seine Bedeutung für Südtirol gesprochen. Wir unterschätzen immer in der öffentlichen Meinung, wie groß die Anzahl der Golfspieler auf der Welt ist. Wir meinen immer, es gäbe nur Skiläufer und Fußballspieler. Aber es gibt viel, viel mehr Golfspieler und in dem Sinne ist unser touristisches Angebot durch Golfanlagen in letzter Zeit sehr stark aufgewertet worden. Und die neuen Initiativen, die anstehen, finde ich sehr vernünftig und in dem Sinne auch verwirklichbar. Wir wissen, dass es aber Anlagen einer bestimmten Größe braucht, dass es nur mit einer Driving Range nicht getan ist. Und aus dem Grunde werden hier noch einige Schritte zu tun sein, bevor diese Anlagen auch Wirklichkeit werden. Ich gehe davon aus, dass EPAN sehr realistisch ist und auch finanzierbar ist. Im Finchgau werden wir sehen, welchen Weg diese Initiative noch machen wird. Und Golf soll Entwicklungsmöglichkeiten haben, aber soll sich in eigenem Wirtschaftsentwicklungsplan selbst tragen, ohne dass es mit öffentlichen Beiträgen forciert wird. Und ich glaube, dass das der Weg ist, der auch eine bestimmte solide Entwicklung voraussetzt, denn die Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein und diese Rechnung muss man machen, bevor man einen Golfplatz baut. Herr Landesrat, haben Sie schon einmal Golf gespielt? Wenn ja, wie hat es Ihnen gefallen? Wenn nein, würden Sie gerne? Ich habe schon probiert und ich würde gerne. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass natürlich die Golfanlagen sehr viel Geld kosten, der Rasen in seiner Pflege sehr aufwendig ist und dadurch, dass ich eher den Rasen beschädigt als Golf gespielt habe, habe ich auch Rücksicht auf die Betreiber. Habe ich mal zwischendurch aufgehört. Wer weiß, vielleicht beginne ich irgendwann wieder. Wie schon gewohnt, möchten wir Ihnen zu Hause auch heute die faszinierende Welt des Golfsports mit einigen Tipps und Tricks näher bringen. Südtirol Golf hat die Golf Professionals auf Südtirols Golfanlagen besucht. Vergangene Woche waren wir zu Gast im Golfclub Lana beim Head Professional Chris Maudsley. Er zeigt uns heute das Chipping. Good morning, I'm Chris Maudsley. Hi, ich bin Chris Maudsley. Ich bin vollqualifiziertes Mitglied der British PGA und Head Professional hier im Golfclub in Lana. Ich zeige Ihnen heute Technik und Position beim Chipping. Wir beginnen damit, den Schläger zum Ziel auszurichten. Das heißt, dort, wo der Ball landen soll, was nicht immer die Fahne sein muss. Dies ist der Ausgangspunkt für unsere Standposition. Der Griff ist auch hier normal. Im Stand ist der rechte Fuß etwas vor dem linken positioniert, das Körpergewicht leicht nach links verlagert, ca. 55%. Der Ball liegt in etwa in der Mitte. Wir stehen dabei etwas näher zum Ball. Dies ist sehr wichtig. Es verursacht einen vertikaleren, steileren Schwung. Das ist das, was wir hier brauchen. Bei diesem Schlag soll der Eintreffwinkel im Durchschwung nicht verändert werden. So in etwa wie hier. Während im Hintergrund erneut dunkle Regenwolken aufziehen, endet unsere heutige Sendung Südtirol Golf auf SDF. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Sie hatten Spaß dabei. Wir sehen uns wieder, schon nächste Woche, hier im Golfclub Karersee. Bei einer Etappe der Südtiroler Sparkassen-Trophy 2011.